Dann darf ich den ersten Vortragenden nach vorne bitten. Das ist der Helwin Prohaska, der heute sehr, sehr spontan für die Anna Kudukormova eingesprungen ist, die leider krank geworden ist. Er ist von Fridays for Future, du bist von der Linzer Gruppe. Und für die Abstimmung im Team österreichweit zuständig. Helwin ist Physikstudent an der JKU. Und was ich sehr spannend finde an ihm ist, er will die Zeit, die er während dem Studium hat und wo er auch einfach Zeit hat, nutzen, um gegen den Klimawandel was zu machen. Und das ist auch sein Beweggrund für die Fridays for Future Bewegung, also der Teil davon zu sein. Es ist für uns ein bisschen ein UFO, dass wir eine Bewegung, die nicht direkt was mit netzpolitischen Themen zu tun hat, als Gast haben. Aber wir haben uns sehr gefreut, als die Fridays for Future zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir wollen was sagen. Ja, also vielen lieben Dank fürs Kommen und die Bühne ist deine. Dankeschön. Ja, wie gesagt, es ist etwas spontan. Ich habe das gestern am Abend erfahren, dass das heute stattfinden soll. Habe das aber cool gefunden, weil ich einerseits bei Fridays for Future aktiv bin, auf der anderen Seite mich trotzdem irgendwie als Nerd sehe. Ich bin HTL-Absolvent, war dann in der Automatisierungsbranche 4 Jahre tätig, habe dann entschlossen, dass ich Physik studiere. Und insofern bin ich mit dem Thema da eh einigermaßen, das gefällt mir recht gut. Das heißt, wir können nachher dann auch noch gerne Hardware oder so irgendwas talken, da bin ich sehr motiviert. Ja, Fridays for Future haben sich eben an die Netzpart gewendet, die sind in der Grand Garage, da bin ich auch persönlich relativ oft drinnen, insofern freut mich das, dass ich darüber reden darf. Vorweg, ziemlich cooler Humor, taugt mir. Ja, womit fangen wir an? Die Fridays for Future Bewegung ist ja von der Greta Thunberg da ins Leben gerufen worden, vor ein bisschen mehr oder weniger als einem Jahr. Ich komme auch ein bisschen aus der Nerd-Ecke, das heißt, ich habe jetzt mein Vokabular ein bisschen dem angepasst. Um das ganz kurz zu halten, wenn sie mit dem Flugzeug fliegt, wird sie geflamed, wenn sie mit dem Boot fährt, wird sie geflamed. Generell werden wir geflamed von allen möglichen Seiten, aber im Endeffekt, wir machen weiter, weil wir wissen, was auf dem Spiel steht. Und das ist halt eigentlich das, worum es geht. Es ist kein Hype-Thema, das irgendwann wieder abflaut, sondern der Klimawandel wird schlimmer. Es wird, wenn wir nichts tun, zu einer Klimakatastrophe kommen. Und insofern müssen wir was tun. Und insofern ist es uns auch ziemlich egal, wenn wer flamed. Natürlich wollen wir uns dagegen wehren. Aber ignorieren ist, glaube ich, in mancher Hinsicht einfach das Einfachste. So hat es in Linz angefangen, da war ich noch gar nicht dabei. Das war irgendwann Ende Jänner, da waren ein paar Leute, die sich vor dem Landhaus getroffen haben und ja, mal die erste Klimademo gemacht hat. Und so hat es letzten Freitag ausgeschaut, nach dem dritten Klimastreik. Das waren laut Polizei waren wir ungefähr 9000 Leute. Wir sind das gewohnt, dass sie ein bisschen untertreiben. Das heißt, wir waren wahrscheinlich eher in der Größenordnung 10.000 oder mehr. Angemeldet haben wir 1500. Ja, das heißt, das Bild spricht, glaube ich, für sich. Das Thema ist angekommen. Der Sommer war jetzt nicht eine Pause und die Schüler gefreut es nicht mehr, sondern es geht weiter. Wir sind motiviert, es sind immer mehr Leute motiviert. Das Thema wird auch nach draußen getragen. Ja, und was ist eigentlich jetzt quasi der momentan der Status quo und warum müssen wir was tun? Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich probiere es jetzt einfach mal. Zack. Schauen wir mal. Edge. Oh mein Gott. Es rennt schon. Machen wir das groß. Danke. So, im Endeffekt. Okay, Moment. Dann einen kleinen Moment. Ich müsste es da kurz rüberschmeißen. Gut, dass ich das schon ein paar Mal gemacht habe mit dem Video. Mit genau dem Video, weil es sehr kurz und prägnant genau das zeigt, was man. Das Sound ist nicht wichtig, nein. Im Endeffekt, es geht nur darum, wir haben da oben das Jahr, jetzt machen wir dann 1915, ja. Im Endeffekt, es soll einfach zeigen, dass sich tatsächlich was tut und dass man das grafisch relativ schön sieht. Und
ja, im Endeffekt, es fängt jetzt langsam an und wird immer ein bisschen roter. Und wenn man dann sich die letzten Nachrichten der letzten Jahre anhört, wo ein Rekordjahr das nächste gejagt hat, wir sagen, es tut sich was und das braucht man nicht irgendwie, so, braucht man sich nicht irgendwie das schönreden, wir müssen was tun. Ja, was ist das Ziel von uns? Wir setzen uns dafür ein, dass Klimaschutz ernst genommen wird, weil die Zeit drängt. Wir haben jetzt noch circa 10 Jahre, in denen wir die Maßnahmen, die jetzt erarbeitet werden, umsetzen müssen, damit die dann greifen. Und dann haben wir noch weitere 20 Jahre, damit diese Maßnahmen auch den gewünschten Effekt erzielen. Und bis 2050 ist jetzt auch der Konsens von der Wissenschaft, muss der CO2-Ausstoß und alle anderen Treibhausgase, die in dem Dunstfeld, keine Ahnung, Methan, irgendwelche Lachgas-Sachen, müssen bis 2050 einfach auf netto Null gebracht werden, damit wir die Klimakatastrophe verhindern, damit wir uns beim 1,5 Grad Erwärmung einpendeln und nicht darüber hinwegschießen. Momentan sind wir leider weit weg von dem Ziel. Und deswegen gibt es unsere Bewegung. Wir versuchen, die maximale Wirkung dadurch zu erreichen, dass wir den kleinsten gemeinsamen Nenner ansprechen, nicht in irgendeine Richtung polarisieren, damit wir eben auch wirklich die Durchdringung erreichen. Wir sind überparteilich und wir lassen uns auch nicht vereinnahmen. Das ist eigentlich sozusagen das Wichtigste. Ich bin gerade drauf gekommen, dass ich keine Logos drauf habe, aber ja. Gut. Die Zusammenarbeit mit diversen Organisationen ist uns wichtig, weil wir können uns nicht um alles kümmern. Wir sind sehr froh um die Unterstützung von der Polizei bei den großen Demos. Wir sind froh über die Unterstützung der Gemeinden und über die Unterstützung von Unternehmen wie der ÖBB, die uns halt dann irgendwelche Plätze zur Verfügung stellen. Und das ist auch der Grund, warum wir so viel erreichen, weil wir eben zusammenarbeiten. Die Bewegung gibt es seit gut einem Jahr, seit 9 Monaten in Linz, und das zeugt einfach davon, was andere in den letzten 20 Jahren nicht geschafft haben, tut sie da plötzlich, das ist unglaublich, was sie da in den letzten 9 Monaten getan hat. Und das liegt einerseits daran, dass das Thema immer wichtiger wird, weil man halt merkt, dass ein Sommer nach dem anderen heißer wird und heißer wird. Auf der anderen Seite auch an der Herangehensweise. Deswegen das nochmal ganz kurz und prägnant, was ist uns wichtig? Wir haben, Leute aus dem Bereich findet, dann geht es meistens entweder um Umweltschutz, um Klimaschutz oder um Systemkritik, und für uns ist der Klimaschutz das Wichtigste und wir versuchen, die Leute, die sich den beiden anderen Bereichen zuordnen, irgendwie unterzubringen in den Bereichen, wo es Überlappungen gibt. Aber wir können leider nur einen konkreten Fokus haben, und das ist der Klimaschutz, weil das, wenn die Klimakatastrophe eintreten sollte, dann ist ganz egal, was bei der Umwelt sich tut oder was sich im System tut, dann werden wir ganz, ganz andere Probleme kriegen. Und deswegen ist der Klimaschutz jetzt einfach mal der Fokus. Und es ist halt wichtig, dass man das irgendwie hervorhebt. Übrigens, die Grafik ist nicht sonderlich geil. Aber ich wollte das hervorheben, quasi, wo wir unseren Fokus setzen. Die Vorgehensweise ist relativ simpel und das verstehen manche Leute einfach nicht, dass es tatsächlich so funktioniert. Wir machen eine Demo, die Demo erweckt Aufmerksamkeit, durch die Aufmerksamkeit entsteht Interesse, das Interesse bringt uns in die Lage, Gespräche zu führen. Bei den Gesprächen kommen Ideen und Verständnis, und wenn man diese Ideen und das Verständnis hat, dann kann man an Lösungen arbeiten. Und das ist tatsächlich genau so. Ich meine, wir treffen uns mit Leuten, die dann tatsächlich was zum Sagen haben und die dann tatsächlich irgendwo was machen können, und das ist das Fundament. Und andere Bewegungen haben halt eben durch das, dass sie polarisieren, diese Möglichkeit nicht, und wir versuchen uns halt das zu bewahren. Wir haben eben das Ziel, lösungsorientiert zu arbeiten, sofern es uns gelingt, weil wir einfach wissen, dass für was anderes die Zeit nicht bleibt. Die Zukunft, wo wir jetzt hingehen? Naja, wir sind als Streikbewegung entstanden. Mittlerweile sind wir aber keine reine Streikbewegung mehr, sondern eben auch in der Lage, durch den wissenschaftlichen Rückhalt, den wir durch die Scientists for Future haben, Forderungen an die Politik zu stellen, die auch gebackt sind. Und genau mit diesen Forderungen werden wir jetzt auch nach der Wahl oder hoffentlich jetzt bei den Koalitionsverhandlungen auch schon den Politikern halt ein bisschen auf die Pelle rücken.
wir wollen Maßnahmen definieren, die dann als Messlatte dienen an die Politik, was umgesetzt werden muss, damit wir eben uns diesem 1,5-Grad-Ziel nähern. Und das sind halt dann ganz konkrete Sachen, wo man sich dann nicht mehr einfach mit dieser Bewegung solidarisieren kann und sagen kann, ja, wir wollen ja Klimaschutz eh auch, sondern es sind halt so Sachen, wo es dann tatsächlich um Zahlen geht. Keine Ahnung, die Förderung für das thermische Isolieren von Gebäuden war ursprünglich mal mit 100 Millionen angesetzt. Dann wurde dieser Fördertopf nicht ausgeschöpft, weil die Förderung halt nicht sinnvoll formuliert war. Jetzt ist sie auf irgendwie die Hälfte reduziert worden oder weniger. Unsere Forderung ist halt dann, die Politik muss, wenn wir diesen Bereich Raumwärme, der tatsächlich sehr viel für den CO2-Ausstoß verantwortlich ist, bekämpfen will, wenn die Politik da was machen will, dann müssen sie diese Förderung wieder hochheben, genauso wie bei Photovoltaik oder sonst irgendwas. Das heißt, wir versuchen jetzt konkrete Maßnahmen auszuarbeiten in Zusammenarbeit mit den Scientists for Future, um da tatsächlich eine von der Politik auch was fordern zu können, damit sie sich nicht einfach mit uns solidarisch erklären können. Ja, ganz kurz zur Organisation. Wie sind wir organisiert? Also international natürlich, dann national in den diversen Gruppen und dann gibt es halt nur die Regionalgruppen, die auf die Bundesländer und dann noch weiter runtergebrochen auf größere Gemeinden, Städte, Ortschaften. Ja, es findet ungefähr vierteljährlich ein Bundesplenum statt, wo wir uns treffen und eben zum Beispiel so Sachen wie diese Forderungen ausarbeiten. Diese 6 Forderungen waren Thema des letzten Bundesplenums vor 3 oder 4 Wochen, wo wir uns in Graz getroffen haben, einen ganzen Nachmittag damit verbraucht haben, abzustimmen. 4/5 Mehrheit für jede Forderung, für jede Textänderung in jeder Forderung. Das war wirklich ein sehr demokratischer, aber sehr aufwendiger Prozess. Und ich habe mir dann gedacht, okay, voll cool, wir sind ja schon fast so professionell wie die Politik. Haben wir dann eine Woche später eine Landtagssitzung angeschaut und war entsetzt, wie es dort zugegangen ist, wie der Umgangston dort war. Ich habe das auch schon weitergeleitet, dass das eigentlich Wahnsinn ist, dass eine Gruppe von, weiß nicht, 80 Jugendlichen bis Studenten sich da irgendwie sinnvoller damit auseinandersetzt, wie wenn man, ich meine, es war vor der Wahl, natürlich war dann der Landtag eigentlich nur noch eine Bühne, wo man Sachen zur Schau gestellt hat, aber es war trotzdem frustrierend zu sehen, wie es da drinnen eigentlich zugegangen ist. Ja, soviel zu dem. Es gibt dann noch jede Woche eine Bundestelekonferenz über Zoom und diverse Orga-Treffen. Jede Woche ein Orga-Treffen, wo eben dann Agenda abgearbeitet wird, was steht an, was müssen wir machen. Gibt es, keine Ahnung, morgen zum Beispiel bei der Warfare irgendwas, dann wann ist der nächste Streik, alles Mögliche. Es gibt aber auch offene Orga-Treffen, wo eben keine so fixe Agenda abgearbeitet wird, wo man eben versucht, neue Leute zu gewinnen und eben die Leute ein bisschen, also Onboarding, um was geht es bei uns, was ist unser Ziel, wie arbeiten wir. Und natürlich auch die Zusammenarbeit mit diversen anderen Bewegungen und Organisationen, die halt relevant ist für, es macht natürlich keinen Sinn, alles doppelt zu erfinden, wenn jetzt irgendwo eine Bewegung schon Technik zur Verfügung hat, dann fragen wir natürlich, ob wir da irgendwie mal was ausbauen können, wenn sich irgendwer zur Verfügung stellt und Räumlichkeiten hat, dann nehmen wir das Angebot natürlich gerne an. Es ist so, dass wir eigentlich mehr Angebote kriegen, als wir momentan sinnvoll irgendwie unterbringen können, aber das Ziel sollte natürlich dann sein, dass wir diese Angebote langsam in Betracht ziehen und so halt versuchen, nicht eine Organisation auszubrennen, sondern dass wir halt immer ein bisschen alternieren zwischen den diversen Sachen. Wir haben zum Beispiel in der Grand Garage haben wir die Plakatmalaktionen für die letzten 2 Demos gemacht, was sehr super funktioniert hat. Und ja, diverse andere Sachen. Gut, was waren die letzten großen Aktionen, die jetzt in Linz passiert sind? Weil das will ich jetzt noch kurz reinstreuen, damit man weiß, was da sozusagen an Organisationsaufwand auf einen zukommt, wenn man sich da engagieren möchte. Wir haben am 6. September im Ars Electronica Festival was gemacht, wo wir alle Bühnen vom Ars Electronica Festival zur Verfügung gestellt bekommen haben, um da was zu machen. Wie schaut es mit der Zeit aus? Habe ich da was übersehen? Okay, alles gut, passt perfekt. Das war den ganzen Sommer über eigentlich die Organisation, was wir gemacht haben. Das heißt, wir haben den Sommer über nicht Pause gemacht, sondern wir haben tatsächlich dieses Ars Electronica Festival organisiert.
Dann natürlich diese Dein Ort für die Zukunft-Aktion. Ich weiß nicht, wer hat von dem gehört? Ist das irgendwo aufgetaucht? Dein Ort für die Zukunft? In über 750 Ortschaften in ganz Österreich haben sich Gruppen gefunden, die dann bei dem Ortsschild ein Foto gemacht haben und das dann eingeschickt haben und das dann quasi gezeigt hat, dass nicht nur die großen Städte quasi Interesse haben, sondern auch diese Ortschaften, was vielleicht mitunter dazu geführt hat, beziehungsweise das Wahlergebnis vielleicht sogar ein bisschen beeinflusst hat, weil im Endeffekt dann die einzelnen Ortschaften auch das Bewusstsein entwickeln. Ja, und dann natürlich jetzt am Freitag eben der Großstreik, der in Linz 10.000, in Innsbruck irgendwo in der Größenordnung 17.000, das heißt, die haben von der Mobilisierung her Wahnsinnsarbeit geleistet, in Wien waren es irgendwie 60.000 und weltweit waren wir, weiß nicht, 4 Millionen oder so irgendwas, also da ist tatsächlich man sieht einfach, wie die Bewegung halt einfach größer wird. Aber es gibt natürlich auch Herausforderungen, vor die wir gestellt sind, und das ist zum Beispiel sowas, wie erhält man die Motivation? Weil im Endeffekt dadurch, dass es eine relativ lose Organisation ist, bist du immer wieder mit neuen Gesichtern konfrontiert, du bist immer mit neuen Herausforderungen konfrontiert und hast eigentlich eben nicht keine fixe Hierarchie, was natürlich sinnvoll ist, weil das eine demokratische Bewegung ist. Aber manchmal ist es halt dadurch auch schwierig, an gewissen Sachen zu arbeiten. Und man hat auch das Problem, dass wenn man jetzt Leute findet, die einmal bei einer Demo dabei waren und die dann quasi mal sammelt und in Gruppen reindroppt, damit man dann beim nächsten Mal wieder auf die Leute wieder motivieren kann. Und man merkt, okay, ja, 2 Monate später sind andere Leute motiviert, aber vielleicht nicht mehr die Leute, die vor 2 Monaten motiviert waren. Deswegen habe ich das Bild reingetan, man motiviert die Leute für irgendwas und das, was man dann kriegt, sind Leute, die Gruppe verlassen, weil sie eigentlich jetzt gerade keine Zeit haben für das. Also die Suche nach der sinnvollen Plattform. Ja, ich selber bin kein Fan von Facebook, bin kein Fan von WhatsApp, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auf das zugreifen, was die meisten Leute anspricht. Wir haben das Problem gehabt, dass wir Gruppen gehabt haben, wo halt dann Leute, die, wenn man nur Schreibberechtigung gehabt hat, dann ist plötzlich ein Haufen Spam daherkommen, dann muss man die Gruppe nur für Admins zugänglich machen, dann hat man das Problem, dass die Leute dafür kein Feedback mehr geben können. Es ist schwierig und die Frage ist halt, was sind die sinnvollsten Mittel? Und das kommt jetzt, das ist jetzt quasi ein bisschen der Teil, der da vielleicht Anklang findet. Ja, WhatsApp ist toll mit dem Limit von 256 Personen pro Gruppe. Schmerzhaft, ich weiß nicht, woher diese 256 kommen, das kommt mir so bekannt vor. Hat irgendwer was hart gecodet. Telegram ist cool, weil man riesengroße Gruppen machen kann. Auf der anderen Seite steckt da halt wieder andere dahinter. Dann bei Discord ist es genau das Gleiche. Signal ist halt schmerzhaft, wenn man es verwenden will, in gewisser Hinsicht. Momentan sind wir auf Slack, was die richtige Organisation betrifft, also quasi wo dann tatsächlich Channels gibt, die halt diverse Arbeitsgruppen abbilden. Und Google Docs, was ja eigentlich auch nicht so sinnvoll ist, aber ja. Ja, und was bräuchten wir eigentlich? Ja, eigentlich sollten Unternehmen, denen das Thema auch wichtig ist, hergehen und sagen, hey, wir haben da eine Software, die das, was ihr da braucht, eigentlich covern würde und wir stellen euch da Lizenzen zur Verfügung. Aber das Problem ist halt, was ist das Sinnvollste? Ich bin in einer Firma gewesen, wo SharePoint ausgerollt wurde und das dann so zu irgendwas geführt hat. Also im Endeffekt, es ist halt auch nicht optimal. Ja, deswegen braucht es halt Profis, die uns helfen können, wenn wir das Obige nicht kriegen oder wenn wir das Obige kriegen, aber nicht wissen, wie wir damit umgehen müssen sollen. Und da sehe ich, glaube ich, da herinnen eher Möglichkeiten. Und natürlich auch eben Hardware für die Streiks, für Veranstaltungen, für Demos, für irgendwas, weil wir halt beim letzten Streik, wir haben 1500 Leute angemeldet, 10.000 sind gekommen, die Hardware am Bahnhofsvorplatz, wo wir weggegangen sind, hat einigermaßen gereicht, um die Leute zu erreichen. Dann sind wir an die Donauländen gegangen, weil wir am Vorplatz keinen Platz mehr gehabt haben. Und an der Donauländen haben wir dann zwei so Akkuboxen gehabt, so PA-Dinger, und mit denen haben wir vielleicht 1000 Leute erreicht und 5000 sind daneben gestanden, haben so gemacht und haben halt nichts gehört. Also insofern, da braucht es auch irgendwie Möglichkeiten, da ein bisschen dynamisch zu agieren, wenn wir wissen, okay, das sind jetzt mehr Leute als erwartet, dass man das dann irgendwie ein bisschen boostet oder keine Ahnung was. Und vielleicht hat da wer Ideen. Und generell, die Awareness
zwischen digital und real. Wir haben es letztens dann tatsächlich geschafft, das Ars Electronic. Ich meine, die Ars Electronic ist sowieso cool, die helfen uns da immer wieder weiter. Die haben halt quasi da die Fassade zur Verfügung gestellt. Aber welche Möglichkeiten übersehen wir? Was sehen wir nicht, wo man eigentlich leider reichen könnte? Keine Ahnung. Wir haben gefragt, ob man die bei der Mindpreise diese digitale PIN, also dieses digitale Ding da verwenden können, haben wir leider nicht dürfen. Wo gibt es sonst noch solche Sachen? Keine Ahnung, die Infoscreens an den Unis, die Infoscreens in der BIM werden teilweise bespielt, aber was übersehen wir? Was ist quasi offensichtlich für Leute, die in dem Bereich arbeiten, was wir vielleicht nicht sehen? Das ist vielleicht auch was man im Nachhinein noch besprechen könnte. Und zum Schluss noch, ganz wichtig, wir sind keine Schülerbewegung mehr, Fridays for Future ist für jeden offen, für jede offen, die sich da irgendwie berufen fühlt, was zu tun und halt auch erkannt hat, dass es um was geht. Und es gibt natürlich auch die diversen Subgruppen, die Parents, die Scientists, die bald mal Farmers, die Artists, die, ich weiß es nicht, quasi name it. Dann natürlich auch andere Bewegungen, die andere Ziele verfolgen, also das gleiche Ziel verfolgen, nur auf andere Art und Weise, zum Beispiel das Klimavolksbegehren, die versuchen natürlich auch, möglichst viele Leute zu ihnen zu holen, damit die dann wiederum Leute zum Unterschreiben bewegen. Das Klimabündnis, das schon seit, weiß nicht wie viele Jahrzehnten wahrscheinlich sogar gibt. Ja, man kann sich auch in der Politik und in der Wirtschaft engagieren, ich meine, in Unternehmen wie, ja, in quasi jedem Unternehmen kann man irgendwo Leute von dem Thema überzeugen oder zumindest da mal Bewusstsein schaffen. Und ich meine, in Linz haben wir zum Beispiel die FÖST. Wir wollen natürlich die FÖST nicht als Gegner, sondern als Partner, weil die FÖST in Österreich 10% vom CO2-Ausstoß macht und ja, die müssen wir irgendwie, das muss irgendwann einmal, müsste da was tun. Die haben coole Ideen, coole Pläne. Mal schauen, was man davon umsetzen kann, mal schauen, was man davon in die Welt tragen kann. Das ist natürlich auch, weil die Steuerindustrie weltweit macht auch 10-15% vom CO2-Ausstoß. Generell, Wissen vermitteln, Eltern, Verwandte, Bekannte, egal was. Und das Wichtigste ist, dass wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern dass wir miteinander agieren, dass wir miteinander irgendwie Lösungen finden, weil es keinen Sinn macht, Leute für was zu blamen. Weiß nicht, wenn man jetzt sagt, das, wo viele Angst haben, dass die Fridays for Future ihnen jetzt das Auto wegnehmen, das Fleischessen wegnehmen, das Fliegen wegnehmen, die, keine Ahnung, alles Mögliche. Und in Wirklichkeit ist es aber gar nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist es, die Leute dazu zu bewegen, dass sie das machen, was in ihren Möglichkeiten steht. Und wenn man jetzt sagt, hey, zum Beispiel, weil wir es gestern diskutiert haben, die Bauindustrie, die momentan sehr stark auf Beton setzt, produziert 8% der weltweiten CO2-Emissionen, weil Beton eben ein Werkstoff ist, der CO2 ausstößt. Der Flugverkehr produziert 2% der weltweiten CO2-Emissionen. Das heißt, wenn man da die Verhältnismäßigkeit, und das ist eben das, wo ich als Physiker irgendwo die Größenordnungen im Auge behalten muss, wenn man da gemeinsam überlegt, hey, wie kann man bessere Gebäude bauen, damit man nicht mehr auf Beton angewiesen ist, dann schafft man damit mehr, wie wenn man irgendwen anprangert, der jetzt gerade mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen ist, oder wenn man irgendwen anprangert, der halt in die Arbeit pendeln muss und sich kein Elektroauto leisten kann. Oder ja, und das ist quasi das Ziel. Gemeinsam müssen wir irgendwas machen, wir dürfen uns nicht gegeneinander ausspielen lassen. Und das ist quasi eigentlich das Allerwichtigste. Und ja, ich bin damit eigentlich fertig. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit das ich gebraucht habe, aber ja. Du hast meinen 2-Minuten-Kattel auf jeden Fall dann nicht mehr beachtet, aber vielen Dank. Es war ein sehr schöner Einblick in eure Arbeit und ich glaube, es ist für alle verständlich, dass eine Gruppe, die so groß geworden ist in so kurzer Zeit und so auch diverses eben vor Herausforderungen steht, wie zum Beispiel die Kommunikation. Also danke für die Einblicke. Mhm. Gibt es Fragen von euch?
Ja, hallo. Du hast gemeint, es ist eine große offene Bewegung für alle. Was ist denn der beste Anknüpfungspunkt? Eine Website, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer? Wo kann man euch am besten kontaktieren, um sich da anzuschließen? Wenn du aus Linz bist, dann auf die Website schauen. Wir haben jeden Dienstag ein Orga-Treffen, wo wir es jetzt mal versuchen, so zu handhaben, dass wir um 17 Uhr immer den offenen Teil anfangen, von 17 bis 18 Uhr quasi Leute, die Interesse haben, mal aufzufangen und ihnen quasi ein bisschen einen Einblick zu geben. Und ab 18 Uhr fängt dann das eigentliche Orga-Treffen ab, wo wir dann eine Agenda abarbeiten, was natürlich dann ein bisschen stressiger wird, was aber keinen Sinn macht, wo neue Leute direkt da dazukommen. Also eigentlich eben bei solchen Orga-Treffen, man... ich hoffe, es ist... Nein, ich kann es jetzt nicht auswendig durchsagen, aber ich glaube, man findet es, wenn man Fridays for Future Linz googelt oder Ecosiat oder irgendeine andere Suchmaschine verwendet, wird man es, glaube ich, relativ schnell finden. Oder halt generell die Fridays for Future Austria, und da gibt es dann eh die Links zu den diversen Ländergruppen. Also das ist, glaube ich, für alle, die ein bisschen tech-savvy sind, zum Finden. Ja, genau, da ist eh bei der Veranstaltung verlinkt. Auf der Netzpad-Seite ist verlinkt, ja. Kommentar, genau. Ja, sonst... Gibt es noch eine Frage? Nein, ganz kurz, ihr verwendet wirklich weltweit die gleichen Kommunikationskanäle dann teilweise? Gibt es überregionale Kommunikationskanäle auch, so wie Slack? Es gibt überregionale Kommunikationskanäle, aber das ist noch nicht quasi normalisiert. Also das ist momentan eher noch, wo was besser funktioniert. Also keine Ahnung, was sie in Amerika verwenden. Wir in Österreich versuchen jetzt mal mit Slack quasi das Auskommen zu finden, weil wir halt einfach dort eben die Channels haben, weil wir dort weil es einigermaßen sinnvoll ist. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, wo wir von WhatsApp auf Slack umgestiegen sind eigentlich einfach ein paar Leute gar nicht umgestiegen. Das heißt, das ist halt einfach ich sage immer, das ist das Problem des dritten Messengers. Wenn du als Messenger A WhatsApp verwendest, weil du dort einfach die meisten Leute hast, dann auf B Telegram, weil du dort auch Leute hast, die sich halt vielleicht schon von WhatsApp distanziert haben, und dann aber zum Arbeiten nur Slack hast, dann schaut den Messenger halt nur noch wer an, der tatsächlich aktiv arbeiten will. Und wenn du dann dort eine Nachricht reinschreibst und die Person aber nicht auf die Idee kommt, jetzt mal kurz in Slack reinzuschauen, dann, ja, das ist ein bisschen problematisch. Aber natürlich die Leute, die dann wirklich aktiv arbeiten, für die ist das kein Problem. Aber ja, da gibt es eine Frage. Vielleicht doch noch eine Frage, und zwar bei den Kommunikationsmitteln, die du aufgelistet hast, war es fast ein bisschen schmerzhaft, dass außer Signal, glaube ich, nichts Open Source war. Und als du auch von Lizenzen und so gesprochen hast, hat es mir auch wieder wehgetan, quasi, dass so Open Source Kollektive oder auch Leute, die sowas hosten könnten, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das einfach nicht sichtbar ist oder ob ihr das schon überlegt habt, aber es gibt liegt, nichts, glaube ich, eher daran, dass die Präsentation vor einer Stunde circa entstanden ist und ich einfach das kurz rausgehauen habe, was mir gerade im Kopf war. Und natürlich, ich meine, so Matrix Server oder so irgendwas gäbe es natürlich. Das Problem ist, dass du halt dann noch weiter weg bist von dem, was du gar mal irgendwem routen kannst und installieren, weil es halt ja Overhead erzeugt bei den Leuten, die sich vielleicht nicht damit auskennen. Und da muss man halt dann immer abwägen. Insofern war Signal halt quasi der Open Source Messenger, der mir halt am ehesten noch in Frage kommt, aber Signal hat auch so seine Tücken. Genau, vielleicht kann man das Gespräch ja dann nachher nochmal weiterführen. Also ich kenne auf jeden Fall ein, zwei Open Source Lösungen, auch Alternativen für Slack, die sehr interessant sind, und freue mich, wenn es dann nachher noch Gespräche sowieso dazu gibt. Deswegen habe ich es ja erwähnt, weil wir Input brauchen in der Hinsicht. Ansonsten gibt es keine Fragen mehr, oder? Dann würde ich um Applaus bitten. Genau, danke. Und mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Also ich weiß, wie viel Engagement, oder ich kann es mir nur vorstellen, wie viel Engagement es bedarf, dass man eine Bewegung so lange
immer wieder aktiv hält, zu so einem wichtigen Thema, großartig. Und ich freue mich auch, dass ihr so aktiv auf uns zugegangen seid. Dankeschön. Ja, danke.